Terminologie User Experience. In diesem Blog betrachten wir den Begriff User Experience, die Erfahrung, die Benutzer mit interaktiven Systemen machen, genauer und insbesondere schauen wir, welche Dimensionen Interaktionsdesign hat. Menschen interagieren mit ihrer Umwelt. Die Erfahrung, die wir machen, kommt aus der Interaktion mit unserer Umwelt. Zunehmend wird diese Interaktion durch Computer bestimmt. Betrachten Sie ein Auto. In einem Fahrzeug ist es so, dass durch Sensorik Sie viele Sachen wahrnehmen, die Sie sonst gar nicht wahrnehmen könnten, wie zum Beispiel hier das Nachtsichtgerät oder auch ganz einfache Sachen wie die Geschwindigkeit. Das heißt, das technische System verändert unsere Wahrnehmung der Welt. Betrachten wir den anderen Bereich, Medien. Vieles, was wir wissen, die meisten Dinge, die wir wissen, wissen wir aus Medien. Das heißt, wir wissen sie nicht aus erster Hand Erfahrung, sondern wir haben sie gelesen, gelernt. Und zunehmend sind diese Medien inzwischen digital, elektronisch. Sie sind durch Algorithmen bestimmt. Das heißt, das, was ich von der Welt weiß, hängt so ein Stück weit davon ab, wie der Algorithmus in Twitter auswählt, was ich zu sehen bekomme, wie Google News auswählt, was ich zu sehen bekomme. Das heißt, meine Erfahrung mit der echten Welt ist zunehmend eine Erfahrung, die jemand designt hat, der meine Experience, meine User Experience designt. Deshalb ist der Begriff so wichtig und wir betrachten den hier. Wir hatten diese Folie schon in der Einleitung zur Terminologie, in den Grundlagen. Ich will es hier nochmal kurz wiederholen. Interface Design, dabei geht es darum, um das User Interface. Typischerweise ja das Fenster, was wir designen, da geht es darum, welche Modalitäten verwenden wir, welche Interface-Elemente und wie platzieren wir die. Das Interaktionsdesign, da geht es darum, wie interagiere ich denn mit dem Produkt. Da gehört dazu, dass das Produkt ein Interface hat, aber das reicht eben nicht aus, sondern ich betrachte das Ganze drumherum, das Interface plus die Interaktion. User Experience Design geht noch einen Schritt weiter. Da wird der gesamte Kontext der Interaktion betrachtet und es wird geschaut, wie fühlt sich die Person, welche Erfahrung macht die Person, wenn sie mit dem System interagieren wird. Gillian Crampton-Smith hat in einem Artikel, was ist Interaktionsdesign, 4 Dimensionen definiert. Die eine Dimension ist Sprache, Wörter. Eine zweite Dimension ist Grafik, Zeichnen, Typografie. Eine dritte Dimension ist die physikalische Form. Wie sieht ein Objekt aus? Und die vierte Dimension, die sie definiert hat, ist die Zeit. Wie verändert sich ein Interface über die Zeit? Das sind Animationen, Sounds. Ihre Klassifikation wurde erweitert und da gibt es einen Artikel auf interactiondesign.org dazu um eine fünfte Dimension, die hier als Behavior bezeichnet wird, das heißt das Verhalten des Systems, die Mechanismen, mit denen ich mit dem Produkt interagieren kann. Und diese 5 Dimensionen des Interaktionsdesigns geben mir einen ganz guten Eindruck, auf was ich alles achten muss, wenn ich ein neues digitales Produkt baue. Jetzt kommt eine Frage, wie einfach oder wie schwierig ist es denn, ein gutes Design, ein gutes Interaktionsdesign, eine gute User Experience zu designen? Ich habe mal ein Beispiel für ein Telefon. Das ist vor meiner Zeit, das ist ein sehr frühes Touchscreen-Telefon. Das war zu seiner Zeit extrem cool, habe ich mir sagen lassen. Also so ähnlich wie das, was wir eben heute mit dem aktuellen Telefon haben. Aber es sieht natürlich, wenn man es aus heutiger Sicht betrachtet, schon ziemlich alt aus. Jetzt ist so die generelle Frage, wie lange ist denn ein Interface neu? Wie lange sieht es denn modern aus? Und das kann man mit Mode vergleichen. Und es ist sehr, sehr schwierig, was zu erstellen, was zeitlos ist, was eben auch nach 20, nach 30 Jahren oder selbst nach 5 Jahren noch gut aussieht. Und die meisten Technologien schaffen das nicht. Und hier haben wir ein weiteres Beispiel.
ein Nokia N95. Das war über eine ganze Zeit mein Lieblingstelefon und ich konnte mir schwer vorstellen, wie man das eben besser machen kann. Offensichtlich, nachdem ich jetzt auch so ein iPhone verwende, ist es ganz klar, wie es besser gehen kann. Aber was wir sehen ist, es ist ein sehr, sehr hoher Innovationsdruck bezüglich des Interaktionsdesigns, bezüglich der User Experience, weil eben Technologie sich weiterentwickelt und eben auch die Erwartungen der Menschen an die Technologie sich weiterentwickeln. Das heißt, was heute ein sehr, sehr gutes Design ist, ist morgen vielleicht nicht mehr so ein gutes Design. Und das ist, wenn wir jetzt den gesamten Begriff der User Experience betrachten, User Experience kann nicht isoliert betrachtet werden. Es ist nicht, wie sieht ein Gerät aus, wie sieht ein Interface aus, sondern es ist immer im Kontext des Ganzen. Und was wir dabei sehen, ist, der Kontext ist das Design des Produkts, das natürlich auch wieder in einem Kontext lebt, in dem es verkauft wird, in dem es genutzt wird. Und dabei ist es so, dass das Interaktionsdesign nur ein Aspekt ist, der in das Produktdesign eingeht. Da gehen weit rein. Es ist ein sehr wichtiger Aspekt, aber es ist nur ein Teil des Produktdesigns. Und das Interaktionsdesign beeinflusst natürlich, was Leute mit einem Produkt machen können, also die Utility. Es beeinflusst, wie einfach das für Leute ist, wie benutzbar ein Produkt ist und am Ende natürlich auch, ob Leute das Produkt mögen oder ob sie das Produkt nicht mögen. Das ist, was wir mit Interaktionsdesign beeinflussen können. Wenn wir das jetzt aus einer User Experience Perspektive sehen, ist es so, wir haben das Produktdesign, von dem Interaktionsdesign ein Teil ist und die Erwartungen und die Fähigkeiten des Benutzers. Ähnlich ist es so, der Nutzungskontext. Der Nutzungskontext, ist er im Privaten, ist er im Beruflichen, ist er in einer Stresssituation, wo eben Effizienz sehr wichtig ist, ist er in einem Kontext, wo jemand sehr viel vorher trainiert hat, um das zu nutzen, oder ist es eben so, dass jemand das zum ersten Mal benutzt. Das heißt, das Produkt, das Design allein beeinflusst die Benutzererfahrung, die User Experience, aber es definiert sie nicht. Die Benutzererfahrung hat verschiedene Einflussfaktoren und hier insbesondere das Design des Produkts, den Kontext der Nutzung und die Fähigkeiten und Erwartungen der Benutzer. Jetzt ist es so, wir werden Produkte designen und wir werden immer eine Benutzererfahrung generieren, ob wir es wollen oder nicht. Und hier gibt es ein sehr bekanntes Wort: One cannot not communicate. Every behavior is a form of communication. Von wem stammt es? Googeln Sie es kurz, finden Sie es raus, pausieren Sie das Video, lösen Sie das Quiz und kommen Sie zurück. Sie haben es rausgefunden. Es ist von Paul Watzlawick und es ist in einem Aufsatz Axiome der Kommunikation. Und ähnlich wie es eben der Fall ist, wir können, egal was wir tun, wir kommunizieren immer. Wir haben analog dazu den Punkt: You cannot not create a user experience. Every design will create a user experience. Also in dem Moment, wenn wir ein digitales Produkt bauen, wenn wir ein physikalisches Produkt bauen, lösen wir eine Reaktion beim Benutzer aus. Wir generieren eine Erfahrung, der Mensch nutzt das Gerät und ja, es macht ihm Spaß oder es macht keinen Spaß, es ist frustrierend. Egal, ob wir das bewusst designen oder nicht, es wird immer einen Einfluss darauf haben, wie der Benutzer sich mit dem Objekt, mit der Anwendung fühlt. Deshalb ist es eben zentral, sich wirklich Gedanken zu machen, welche Benutzererfahrung möchte ich bauen. Und wie vorher schon gesagt, die Erfahrung ist nicht nur das Design, sondern sie hat einen größeren Kontext. Und wenn ich jetzt hier ein Telefon nehme, das kann als Telefon eine sehr positive Erfahrung haben. Die hängt auch vielleicht damit zusammen, dass meine Freunde glauben, oh super, dass du das Telefon hast. Wenn jetzt irgendwas passiert, wie jetzt hier, das ist auch schon einige Jahre her, dass dann gesagt wird, naja, die Arbeitsbedingungen, unter denen das Produkt erstellt wurde, sind nicht gut, dann verändern wir die Benutzererfahrung. Obwohl das das allerselbe Gerät ist, aber wir verändern vielleicht den Status, den das Gerät mit sich bringt, die Erwartungshaltung der Menschen, die das nutzen. Das heißt, es ist ganz zentral, User Experience als ein gesamtes Modell, als ein gesamtes System zu betrachten.
Und es hat natürlich eine ökonomische Komponente. Und da gibt es den Begriff der Experience Economy von Pine und Gilmore. Und was die eben zeigen ist, es gibt am einen Ende den undifferenzierten Bereich und am anderen Ende den differenzierten Bereich. Am unteren Ende ist es so, wir machen was, was alle anderen auch können. Hier ist ein Beispiel, wir bauen Kartoffeln an und graben die aus. Die können wir verkaufen. Und da ist aber der Markt sehr schwierig, weil eben das alle anderen auch können. Und am anderen Ende ist es so, dass wir das veredeln. Und die Zwischenstufen sind, also wir machen zum Beispiel aus den Kartoffeln Pommes. Wir können Pommes verkaufen. Nicht jeder, der Kartoffeln anbauen kann, kann auch Pommes verkaufen. Dann gehen wir einen Schritt weiter. Wir haben vielleicht eine Imbissbude, in der wir die fertigen Pommes den Leuten verkaufen. Das heißt, wir geben denen einen Service, wir verkaufen denen Essen. Und am oberen Ende habe ich ein High-End-Restaurant, wo eben Kerzen auf dem Tisch sind, Gläser und so weiter. Das heißt, ich habe eine ganze Experience. Und was wir eben in solchen Produkten sehen, der Preis, den Leute bereit sind zu bezahlen für eine Erfahrung, ist typischerweise wesentlich höher wie der Preis, den sie bereit sind für ein Produkt. Und das sehen wir im Moment auch im digitalen Bereich, dass Leute versuchen, eben weggehen von einem Produkt hin zu Service, hin zu einer Benutzererfahrung, zu einer Experience. Nochmal zurückzukommen, Technologie verändert, wie wir unsere Welt wahrnehmen. Und da gab es 2011 einen Aufsatz von Kollegen aus Nottingham, der auf der CHI-Konferenz vorgestellt wurde. Und die haben die Präsentation in Gasmasken gemacht, mit einem Gasmaskenmikrofon. Und das ist natürlich eine komplett andere Erfahrung, sowohl für den Präsentierenden wie für die Zuschauer. Und das heißt, was in dem Aufsatz drin ist, ist ganz spannend, dass natürlich mit den Technologien, mit dem Design der Technologie, wir unsere Wahrnehmung der realen Welt verändern. Und deshalb ist es eben zentral, sich Gedanken drum zu machen, weil wir immer eine Wahrnehmung, immer eine Veränderung der Realität generieren mit den Produkten, die wir bauen. Und damit sind wir in dem Block auch am Ende. Hier sind noch einige Fragen. Wenn Sie die beantworten können, haben Sie verstanden, was wir besprochen haben. Und wenn Sie das Thema User Experience noch weiter interessiert, gibt es hier ein interessantes Interview mit Marc Hassenzahl und auch eine Website dazu. Und Marc erklärt zu dem Begriff User Experience und Experience Design im Detail. Hier noch einige Referenzen zu diesem Blog. Damit sind wir am Ende. Vielen Dank.